Manu M. Sway schreibt jetzt: M. Sway. You are Patrick, bester Mann. Das ist unser. Das ist der ProBro Paarungs. Nein. Also, cool. Kennt ihr den? Oder ist also, ein Fan? Nein, ich kenne ihn nicht. Also, leider kenne ich ihn nicht. Ich kenne es leider, muss ich sagen, sehr, sehr viele Leute von der Community natürlich nicht. Es sind ja auch mehrere tausend Leute. Aber. Ja, Ziel ist es, irgendwann mal eine Veranstaltung zu machen, so mit vielen Leuten, so 20.000, 30.000 Leute, wo wir alle persönlich sehen. Aber für das müssen wir noch ein bisschen wachsen. Jetzt haben wir noch einen Kommentar, und zwar von Marcel Eichmann. Und er fragt nun ganz konkret, sind Anjas Brüste echt? Ich denke, das war jetzt auch die Frage vorhin, wieso ich gesagt habe, oh, ich denke, das betrifft mich. Aha. Also nee, ich habe da auch kein Problem damit, ich habe da ganz klein ein bisschen nachgeholfen. Wusstest du nicht? Oh. Nein, also nicht als jetzt, also nicht natural. Mein Gott, nee, das habe ich mich jetzt gar noch nicht so gefragt. Ich bin immer noch eine Naturalathletin, auf jeden Fall. Aber es ist halt so, wenn du als Frau trainierst und halt einen Körperfettanteil verlierst, dann geht halt dein Körperfettanteil runter und halt nicht nur da, wo du das willst, sondern halt überall bei den einen genetisch, ja. Noch mehr hier, noch mehr da, aber der Körperfettanteil geht runter und die Brüste bestehen halt aus Fett. Also gehen halt auch, ja, werden die verdammten Brüste halt auch kleiner. Und deswegen habe ich mir jetzt halt da nachhelfen lassen. Und, hey, wo ist das Problem, Leute? Sind wir ganz ehrlich? Ich fühle mich damit wohl, ja, ich kann dazu stehen. Ich finde, es schaut einfach besser aus, weil ich habe halt rechte Beine und ja, und das hat für mich einfach jetzt, meine Physik war für mich einfach nicht mehr ausgeglichen. Weißt du, wenn du so krasse Beine hast und obenrum halt einfach flach bist. Und ja, jetzt. Also musstest du dir das nicht zweimal überlegen, also das war klar. Nee, das war für mich eigentlich schon immer ein Thema, sogar schon bevor ich überhaupt richtig trainiert habe. Weil ich sag mal, ja, ich habe mich schon immer mit dem Thema Ästhetik auseinandergesetzt. Ich bin ein totaler Ästhet, für mich ist Ästhetik wichtig. Und deswegen, ja, war das für mich eigentlich schon immer klar, dass ich das eines Tages mal machen werde. Und jetzt halt mit dem Training, das ich halt dann vermehrt hat und ja, mein Körperanteil, Fettanteil ist geschrumpft. Und irgendwann habe ich halt einfach gesagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt und ich will in dieser Szene Erfolg haben. Und das gehört auch ein bisschen dazu. Ich habe es auch jetzt in Amerika gemerkt. Ich hatte ja da Shootings vor meiner OP und da kam halt immer der Kommentar, ja, wenn lass du dir die Brüste machen, du hättest halt viel mehr Chancen, nach auf die Covers zu kommen. Und als ich das dann gemacht habe, da hatte ich halt wirklich noch mehr Anfragen. Und du fühlst dich ja jetzt auch wohl in deinem eigenen Körper. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das wird immer so krass vernachlässigt. Oder? Du fühlst dich halt einfach wohler. Wenn du dich in deinem eigenen Körper wohler fühlst, dann geht es dir auch besser. Klar. Das heißt, du funktionierst auch besser im Alltag, ich sag ganz mal, einfach. Ich finde es immer total schade, wenn sich Leute irgendwann welchen Models oder Schauspielern oder so ein krasses Vorbild nehmen und so aussehen wollen wie die und alles nachoperieren. Das finde ich dann schon zu übertrieben. Ich finde, man sollte halt das Beste aus sich selber machen. Für mich hat jetzt das dazugehört und ich fühle mich so wohl. Ich sage, das bin jetzt ich und für mich ist das eigentlich kein Thema. Und jetzt haben wir noch eine Frage im Chat von Cem Duygun und er fragt, wie lange trainiert Mischa schon? Also ich trainiere jetzt bald seit 6 Jahren im Januar. Am 27. Januar sind es genau 6 Jahre, also jetzt sind es über 5,5. Und zwar habe ich die Story auch schon auf meinem YouTube-Kanal erzählt. Ich habe damals mit 18 das Abo von meiner Mutter bekommen, weil ich es mir gewünscht habe zum Geburtstag. Ich wurde am 27. Januar dann 18 und sie hat gesagt, du wirst es keine 3 Monate durchziehen und so. Es wird und jetzt mittlerweile sitze ich hier bei Joyce und rede über meinen Lifestyle. Ich finde es einfach nur krass, wenn ich so darüber nachdenke. Aber es sind jetzt 6 Jahre vergangen bald und ich sage auch mal wieder, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eben alles erreichen kann, wenn man einfach nur dranbleibt. Dranbleiben. Keep going. Keep going. Das ist das Motto von ProBro. Ja. Keep going. Das ist unser Motto. Einfach weitermachen. Einfach im Leben, schau mal, im Leben kommt es nicht darauf an, wie krass und wie oft man austeilen kann. Ja. Im Leben kommt es darauf an, wie oft man einstecken kann, aber wieder aufstehen kann. Man kann 1122 Mal auf den Boden fliegen. Aber wenn man 1123 Mal dann aufsteht, keep going. Das ist eure Philosophie. Jetzt haben wir noch einen Chat-Kommentar von Paul Vorwerk. Und er sagt, was sind eure Ziele 2015? Ja, wie geht's weiter mit ProBroArmy? Wir haben sehr, sehr viele Ziele. Wir haben viele Projekte, ja. Gewisse Sachen dürfen wir auch noch gar nicht verraten. Aber was sicher folgen wird, das ist, sind Hilfsprojekte. Wir planen eine Foundation zu machen, oder das ist schon in Planung. Und da erwartet euch einiges. Es wird ein Format auf YouTube dann geben, was es noch nie gegeben hat auf YouTube.
Und da könnt ihr sicher gespannt sein. Was auch kommen wird, ist natürlich ja, ist die ProBro-Kleider. Die Leute wollen es, die Leute schreiben uns. Und krass. Also auch, ich hätte nie gedacht, auch für die Ladies. Die Nachfrage so krass überwältigend sein wird. Ich meine, ich habe einen Pulli mir machen lassen von ProBro und ich habe innerhalb von einer Woche etwa 100 Mails bekommen, wo kann ich diesen Pulli kaufen. Das war für uns das Zeichen, okay, die Leute wollen Kleider von ProBro, wir geben ihnen diese Kleider. Und ich sage es jetzt mal, wir haben auch noch ein paar andere Projekte geplant. Wir wollen da nicht nur, ich sage es jetzt mal, in diesem Kleider-Business fahren, weil ich sehe das Ganze eben, wie gesagt, als Lifestyle. Das heißt, es muss natürlich auch was für die Küche hin. Es muss später dann irgendwann auch, ich persönlich, das ist mein Ziel. Ich weiß, das sollte ich jetzt noch nicht aussprechen hier, aber immerhin sind wir jetzt hier bei Joize und ich darf das sagen. Ich plane im 2015 wirklich den Fitness-Lifestyle, den Markt ein bisschen zu revolutionieren mit Seminaren und zwar nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland. Die Leute sollen, und auch in Österreich natürlich, die Leute sollen die Möglichkeit haben, mit uns in Kontakt zu kommen, face-to-face. Seminare sind geplant, Treffen sind geplant und Leute, es wird einfach nur geil und ich freue mich. Ich freue mich einfach nur auf alles, was kommen wird. Das ist eine Ansage, ich sehe einiges vor, ja. Übelst krass. Auf YouTube, Anja, bei dir, was wird sich dort noch alles tun? Ja, auf YouTube ist natürlich dann einiges los, vor allem für die Frauenwelt. Also auch jetzt zum Thema ProBroArmy nochmal. Auch für die Frauen gibt es da Kleider. Ich komme jetzt auch nochmal auf dieses Thema zurück. Aber bei den Frauen ist ja immer das Problem, die Hosen sind zu kurz oder das passt nicht und das ist nicht gut. Und ich durfte da halt wirklich mitreden, wie das geschnitten werden muss, wie das designt werden muss, dass das halt wirklich für die Fitness-Chicks passt. Und das wird total cool. Das werdet ihr dann auch bald bei mir auf dem Channel dann sehen, was da alles noch kommt. Aber mein Channel habe ich hauptsächlich eigentlich in vier Sections unterteilt. Also das ist einerseits Training. Da zeige ich meine Trainings, filme meine Trainings ab, wie ich trainiere, was ich für Systeme habe, alles Mögliche. Dann Ernährung, wie ich mich ernähre und auch Kochvideos von mir, Rezepte von mir. Dann kommt speziell jetzt für die Girls Beauty, wie ich mir die Haare mache und meine Wimpern-Extensions und alles Mögliche. Dieses Zeug und halt einfach so Anja Lifestyle, was ich den ganzen Tag so mache, was arbeite ich überhaupt, wie lebe ich und ja. Ein bisschen meinen crazy Alltag will ich da auch zeigen. Also es gibt jede Menge Unterhaltung, jede Menge gute kostenfreie Tipps, hauptsächlich für die Damenwelt halt. Ich sehe, ihr habt alle einiges vor. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Wir sind leider schon am Ende der Sendung angelangt. Danke Patrick, Mischa, Anja, dass ihr hier wart. Danke, weiterhin viel Erfolg. Danke euch fürs Zuschauen und Mitchatten. Hashtag ProBroArmy. Bis zum nächsten Mal. Kiss, kiss, bang, bang.